Das schwerste der Ausstellungsstücke kommt angereist aus der Tschechischen Republik. Der MSA-Gaskugelhahn der 600er-Klasse hat einen Durchmesser von 1,4 Metern und wiegt schlappe 30 Tonnen, ohne den sogenannten Aktivator, der das Ventil öffnet und schließt und nochmals 2,5 Tonnen auf die Waage bringt. Zusammen mit 660 Ausstellern aus 40 anderen Ländern zeigt MSA also Industriearmaturen im weitesten Sinne. Die Messefläche ist ausgebucht und somit trotzt der Veranstalter der Valve World Expo anscheinend den Krisen rund um den Globus.